und sage das dann offiziell. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:34 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum, liebe YouTuber. So, ihr seht hier auf dem rechten Bildschirm, wir haben ein Trade gestern gestoppt. Wir nennen das ein Hedge. Das heißt, wir haben den Trade gestoppt und werden den heute voraussichtlich um 9 Uhr fortsetzen. Und das heißt für uns erstmal, der erste Trade vielleicht für heute könnte die 13.900er sein. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf der linken Seite. Und ich platziere jetzt die Big Number auf der linken Seite. Und wir sehen es dann dementsprechend hier. Und jetzt sehen wir auch, was haben gestern die sogenannten Vola-Boxen gemacht. 11 war gestern spät und jetzt schauen wir uns die 26er, 25er, auch hier nochmal der Hinweis, alle blauen Boxen, also die hier algorithmisch im Chart dargestellt werden, trade ich aktuell auf dem Minutenchart, wenn sie kleiner sind als 30 Punkte. Je kleiner die Box, desto größer die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs. Aber fragen Sie einen Arzt und Apotheker, je kleiner die Box, desto wahrscheinlicher und risikoreicher könnte es sein, wenn der Markt natürlich zappelt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. 25er Box, auch die ist sauber hier in den Gewinn gelaufen. Die 32er haben wir nicht getradet, aber auch hier sehen wir sauber in den Gewinn gebracht. So, das ist jetzt die Box mit dem Hedge. Wir haben den Hedge gestern nicht in der Vola-Box gehabt, sondern an der psychologischen Big Number, die wir mehrmals gestern gespielt haben. Und irgendwann habe ich um 11:30 Uhr gesagt, kurz vor der Mittagspause, ich stoppe den Trade. Das ist bei mir in meinem Tradingplan so. Der Trade wäre im Trade Nummer 7, glaube ich, in den Gewinn gelaufen. Aber heute werden wir dann mal wieder ein Hedge üben, den aufzulösen. So, die grünen Boxen, wo sind sie? Wir sehen es gestern hier. Im Laufe des späten Nachmittags waren sie wirklich unterhalb. Das heißt, wir blicken jetzt mal auf die Vola-Boxen aktuell und schauen uns das Ganze mal an. 13.864. 13.864. So. Kann man hier einsteigen jetzt schon mal für die Leute, die die Vola-Boxen nicht haben. Ja, 13,64. So, in diesem Bereich kommt, also beim Gap, kommt die Box letztendlich rein. Okay, wir blicken auf die größeren Charts. Fange an, heute habe ich hier den Ölchart offen. Also Öl bei 55 steigt weiter. Dann gehen wir oben ran und gehen auf den DAX. DAX sehen wir hier, ja, der Markt ist wieder in Richtung 14.000er Marke. Wir haben ja einige Positionen. Wir sind einmal Short, einmal Long positioniert. So. Der nächste Markt, den wir uns anschauen, ist dann chronologisch Gold 1800. Also auch hier nach wie vor seitwärts. Öl haben wir geschaut. Nasdaq, Technologiebörse 13.556 ist weiter oder hat gedreht sehr zügig. Dazu kommen wir aber gleich noch einmal. UK brauchen wir uns nicht angucken. Jetzt wollen wir uns aber mal den Silberpreis anschauen. Was ist Silber? Und wir sehen, wow, wir haben die Stories oder habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ja, dass die Social Trader, die Boy Groups oder Mädels Groups, wie auch immer, ja, Silber am Freitag gekauft haben und haben versucht, wie bei GameStop dort Silber nach oben zu treiben und wir sehen es jetzt hier. Gestern, glaube ich, GameStop auch kräftig eingebrochen. Die Blase ist mehr oder weniger geplatzt und wir sehen hier, Silber ist auch wieder in seiner mehr oder weniger Ausgangssituation. Ja, wir haben hier das letzte High gehabt in Silber. Da hatten wir mal so ein Zwischentief. Wir sind da oben kräftig ausgebrochen. Ja, und das sieht man vielleicht auch auf dem Weekly Chart.
Jahren auf dem Wochenchart. Das letzte Wochenhoch hier lag im August 2020. Aber jetzt ist alles wieder in der Normalität. Das zum Silberpreis und wir schauen uns dann einmal Bitcoin noch an. So, Bitcoin liegt bei 36.000. Das ist also der Deckel unten bei 30, oben bei 40. Das ist die aktuelle Range. Sehr volatil, wenn man sich die Preise letztendlich anschaut. Und ja, wir haben Mittwoch 8:39 Uhr und normalerweise habe ich ja vor ein paar Wochen das so eingeführt im neuen Jahr, dass wir Mittwoch immer vielleicht einen Wert, einen Aktienwert uns mal anschauen. Ja, und ich hatte mich eigentlich vorbereitet auf den morgigen IPO mit Auto 1, aber heute Morgen, weil ich gestern Abend relativ früh im Bett war, ja, ist mir dann Amazon, denke ich mir, das Thema gestern Jeff Bezos bekannt gegeben, dass er Ende diesen Jahres aufhört. Und deswegen schauen wir heute auch in unserem MetaTrader 4, haben wir nämlich Amazon auch dabei. Nämlich wir nehmen die Aktie mal hier raus, neues Chartfenster, gehen mal auf den Daily Chart. So sieht das Ganze so aus, wenn wir das Ganze mit unseren Tagescharts mal machen. Tagesstrategie Pro, dann ist das hier die Amazon-Aktie, die nachbörslich aber gestiegen ist. Ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Also, Jeff Bezos hat diese Firma vor 27 Jahren gegründet. Ja, das ist also eine lange, lange, lange Zeit. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Letztes Quartal, also viertes Quartal, haben sie 125 Milliarden Umsatz gemacht. Erwartet waren 120 Milliarden, das heißt 5 Milliarden mehr. 4 Milliarden, das darf man nicht vergessen. Also mittlerweile, wenn man das in den Nachrichten hört oder News bei den börsennotierten Unternehmen mit den Bewertungen, gerade was die Hightech-Bewertung anbetrifft, reden wir ja nur noch in großen Milliardenzahlen. Ja, aber was wahnsinnig ist, es ist 40% mehr als im Vorjahr. Das bedeutet 60 Millionen Umsatz in der Stunde. 60 Millionen Umsatz in der Stunde. Und letztendlich haben sie im vierten Quartal und generell 50 Milliarden Umsatz allein nur aus dem Servicegeschäft. Also nicht, was man denkt, mit Büchern verkaufen oder die Weihnachtsgeschenke oder wie auch immer. 50 Milliarden aus dem Servicegeschäft. Und da kommt man auch da gleich dazu. 100 Milliarden mehr Umsatz als im letzten Jahr. 40% mehr Wachstum als im letzten, sind sie letztes Jahr, haben die zugelegt, Entschuldigung, und die Erwartungshaltung, warum ich das heute auch nochmal erwähne, die Erwartungshaltung für das nächste, für dieses Jahr ist nochmal ein Wachstum von 40 Milliarden. Man muss sich vielleicht vom Kopf ein bisschen trennen, vom Kopf trennen von diesem klassischen Amazon-Geschäft, sondern die sind in anderen Bereichen extrem stark aufgestellt. Und der neue CEO, Andy Jassy, kommt aus diesem Bereich. Der kommt aus diesem Cloud-Service-Segment. Und wenn man sich dann auch mal Microsoft anschaut, die Nummer zwei sind, was das Cloud-Geschäft betrifft, ist das ein riesen, riesen Markt. Wenn man sich also das alles anschaut, die Zahlen, die sie dort gemacht haben, sie haben zwar nur 2,7 Milliarden Gewinn gemacht, aber sie haben 100 Milliarden mehr Umsatz im letzten Jahr gemacht. Also das ist schon, das sind Wahnsinnszahlen. Dann kann man natürlich jetzt rangehen und sagen, ist Amazon jetzt fair bewertet? Ist die unterbewertet? Ja, wenn man sich dann einige der sogenannten neuen Technologiewerte anschauen, mit was die dann bewertet sind, ja, machen 1 Milliarde Umsatz und sind teilweise mit 16 Milliarden bewertet, dann könnte man zu dem Schluss kommen, könnte man, Vorsicht, dass Amazon noch die Aktie noch weiter steigen kann. Auch wenn Jeff Bezos jetzt im dritten Quartal aufhört, ja, er wird auch nicht komplett aufhören, sondern er wird letztendlich in den Aufsichtsrat gehen, ein Klassiker. Ja, also das als Thema und Auto 1. Vielleicht haben wir heute Nachmittag noch mal ein bisschen Zeit. Auto 1 morgen das zweitgrößte IPO jetzt nach TeamViewer. Ja, kommt morgen rein mit einer circa Bewertung von 6 bis 8 Milliarden. Auto 1, was macht Auto 1?
Aktuell haben sie es so gemacht, dass man praktisch den Autohändler nebenan so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat. Man kann also sein Auto, sein Gebrauchtwagen dort verkaufen. Auto 1 hat dann dieses Auto mehr oder weniger wieder an einem Händler weiterverkauft. Das Geschäftsmodell wird sich jetzt verändern. Sie werden Auto Hero jetzt an den Markt bringen, an den Start kriegen. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal Werbung gesehen. Das heißt, sie kaufen unser Gebraucht oder kauft den Gebrauchtwagen und verkaufen ihn dann wieder an den Endverbraucher. Und das bedeutet, wenn du einen Gebrauchtwagen dann wieder von Auto Hero kaufst, dann bekommst du ihn geliefert nach Hause. Wie praktisch deine Pizza vor 20 Jahren ist denn jetzt das Auto. Das gebrauchte Auto bekommst du direkt nach Hause geliefert. Ein Riesenmarkt. Sie sind dort Marktführer. Wenn man das sich einfach nur in Europa anschaut, dann ist das ein Wahnsinnsmarkt. Die Frage ist, und die muss der Investor, der Trader selber entscheiden, entscheidet er sich auf autonomes Fahren? Christoph hat heute Morgen gesagt, ja, Mensch, autonomes Fahren vielleicht erst in 10 Jahren. Das heißt, wir haben da noch Luft. Ist Marketplace, wir schauen mal morgen, wie am Donnerstag sollen sie rauskommen, ist ein deutsches Unternehmen und vielleicht eine Inside-Geschichte noch. Dieses Unternehmen ist in Berlin gegründet worden und richtig so wie so ein Wirtschaftskrimi. Sie haben den VCs, den beteiligten Manager und allen anderen erzählt, dass sie im Kreditkartengeschäft sind. Also sie wollten die Geschäftsidee dort ein Jahr, haben sie es unter den Deckel gelassen, haben sie es also nicht erwähnt. Also sehr, sehr spannend. Auto 1, also morgen am Markt mit einer Bewertung zwischen 6 Milliarden. Das heißt, die würden dann direkt in den MDAX reinkommen von dieser Bewertung. Okay, das war's jetzt heute. Und wir blicken auf unsere Boxen. 8:45 Uhr. Wir haben die Pending Order platziert. Hier noch einmal diesen. So, noch rüberziehen. So, da sehen wir das besser. Also auf der linken Seite die Big Number 13.907, 13.892. Die Konzentration auf den Hedge. Ja, wir haben das eben gesehen. Wir können es auch nochmal in den Chart einstellen. 13.864. Die Zahl ist jetzt erstmal wichtig. Das wird so circa die Box sein. 64. So, auch hier gehe ich kurz mal rein. Kann mir das 63 hier. 64. So, das kann natürlich sein, dass das heute Morgen relativ zügig geht. Wie ist der Plan? Nochmal für alle und auch für die Clubmitglieder. Wenn der Kurs reinläuft und dann die Box wieder verlässt, dann drücken wir entweder auf Kaufen. Wenn er reinläuft und die Box nach unten verlässt, drücken wir auf Verkaufen. Und dann nehmen wir die Hände hoch und übergeben dann praktisch das gesamte Geschehen wieder dieser Box. Man hat zwei Möglichkeiten. Wenn man sich unsicher ist, man hat die Möglichkeit, wenn der Trade in seine Richtung läuft, dann wieder zu hedgen. Wenn man merkt oder denkt, der Markt ist wieder etwas ruhig. Ich ziehe das Ding durch. Ich ziehe das Ding durch. Und das bedeutet, bis der Broker mich ausstoppt, und das wäre dann einmalig, ja, das wäre dann bis zum 10. Trade. Wir sehen es hier nochmal. 10. Trade, 11. Trade, so, dann hätten wir aber auch ein kräftiges Minus für dieses Jahr, was wir nicht hoffen. Wir haben die Statistik auf unserer Seite, dass die Wohlerboxen sehr, sehr erfolgreich laufen. Ja, der Markt ist relativ ruhig. Schauen wir mal, wir versuchen das Ganze vor 10 Uhr aufzulösen. Das sind die besten Zeiten, aber hell sehen kann ich heute auch nicht und hoffen, dass die Kurse in unsere Fallen hier mehr oder weniger reinlaufen. So, meine Damen und Herren, wir wechseln heute die Big Number und tauschen sie ein zu einer Blue Box. Einstieg. Die Blue Box ist jetzt mit 19, 13.911. Würde die Blue Box, meine Damen und Herren, jetzt vor 9 Uhr nicht ausgeführt werden, könnten wir auch die Blue Box nehmen für einen Hedge-Auflösungstrade. Wenn die Blue Box nach oben verlassen wird, also wenn der Kurs
diesen Bereich verlässt, können wir auf Kaufen drücken oder auf Verkaufen. Wir warten dort ab um 9 Uhr, weil, wieso 9 Uhr, wir auch oder ich in meinem Tradingplan habe, ab 9 Uhr fange ich erst an, ein Hedge aufzulösen. Also die zweite Alternative, die Blue Box, meine Damen und Herren. Also, das wird auch die erste Box sein. Daily Pivot ist weit entfernt, 13.809. Wir haben ein Gap von gestern. Also eigentlich haben wir Bahn frei. Warten wir. Okay, wir sind long, 13.932. 13.931 long, eine 19er Box. So, ich muss hier auch einstellen, nochmal 0,0. Tritt Nummer 1 ist jetzt aktiv, die Blue Box. So, und wir sind raus aus dem Trade. Es ist 8:52 Uhr und es wäre ein guter Hedge-Auflösungstrade gewesen mit der Blue Box, aber hätte, wenn und aber. So, wir holen mal den Indikator rein. Wir holen den Indikator mal rein. Order History, dann sieht man das hier nochmal. Da sind wir raus. Also für unser Videotagebuch, die Reise geht weiter. Wir steuern auf die 900 Tage, den 900-Tagesdurchschnitt mit unserem Box Trading. Ja, also wäre auch hier wieder fürs Tagebuch, auch kurz vor 9, 8:52 Uhr, eine gute Möglichkeit, einen Hedge-Auflösungstrade zu machen mit einer Blue Box. So, und somit verabschiede ich mich jetzt von den YouTubern. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.